Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Elder Scrolls Online. Im letzten Part haben wir ja die wunderbare Hauptmannfrau von der Königin hier zerschlagen, die einen Komplott gegen die Königin geplant hatte. War ein bisschen leiden und ich glaube, unsere ganzen Klamotten sind jetzt kaputt. Das heißt, wir müssen gleich erstmal ordentlich Reparaturgebühren bezahlen. Irgendwie war das nicht so ganz ausgewogen, ne? Wenn ich und mein NPC-Typ uns jeweils einen Gegner geteilt hätten, hätte das geklappt. Aber wenn die beide auf mich draufstürmen, da wurde ein bisschen schwierig, ne? Jetzt gucke mal gerade noch, ob wir noch irgendwas Schönes finden. Und ansonsten müssen wir gleich der Königin Meldung erstatten. Wir haben zwei Rezepte gefunden. Einmal Schweinepastete benutzen und Faulmet erhöht Ausdauerregeneration. Oh, nehmen wir auch mal beides. So. Das ist dann das Crafting. Das zeige ich euch dann auch, wenn das soweit ist. Ihr habt gelernt, wie man etwas Faulmet herstellt. Ja, wunderbar. Jetzt wollen wir erstmal mit der guten Königin quatschen. Und ihr Bericht erstatten. So, Königin, das war doch nicht so. Was machst du jetzt? Hast du wieder die Verkleidung? Achso, hat die wieder die Verkleidung angelegt. Wo ist sie denn? Achso, die lädt noch. Alles klar. Moin. Und das bei... Also so RAM-technisch und so geschwindigkeitsmäßig bin ich gut ausgerüstet. Das ist auch nicht schlecht. Was haben meine Beschützer gefunden? Es gab dieses Komplott wirklich. Wir haben gegen Astaya und ihre Assassinen gekämpft und wir haben sie besiegt. Astaya? Ich kann es kaum glauben. Jetzt wird Orkelmo seine Wachen zweifelsohne verdreifachen. War sie wirklich eine Agentin des Schleiererbes? Ja, meine Königin. Sie sagte, ihr hättet uns verraten. Verrat? Sie wendet sich nach all diesen Jahren treuen Dienstes gegen ihr Volk und sie nennt mich die Verräterin? Man konnte ihr offensichtlich nie trauen. Ihr hingegen habt euch als dessen würdig erwiesen. Was meint ihr? Die Seesoldaten sind ein grobes Werkzeug. Eine Königin muss mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Ihr seid Rasum Dar, dem ersten unter allen Augen der Königin, schon begegnet. Würdet ihr euch ihm anschließen? Würdet ihr zum Wohl des gesamten Dominions einer unserer Eliteagenten werden? Ja, ich nehme euer Angebot an, meine Königin. Hervorragend. Mit der mir innewohnenden Macht ernenne ich euch zu einem Agenten in meinen Diensten. Ihr seid nun ein Auge der Königin und an meinen Dienst gebunden. Okay. Möge auch jetzt zu größeren Dingen. Ich muss meine Position festigen und meine Reise über die Insel fortsetzen. Was soll ich für euch tun, meine Königin? Ich muss mich zu jener uralten Stätte aufmachen, die als Tanselville bekannt ist. Für gewöhnlich hält ein neuer Monarch dort stille Zwiesprache mit den Toten. Wir sollen damit unsere Bereitschaft zeigen, den weisen Rat unserer Ahnen zu befolgen. Wie ihr heute gesehen habt, verlief meine Regentschaft bisher alles andere als gewöhnlich. Ich bin besorgt, dass es Probleme geben könnte. Und die Anwesenheit meines jüngsten Auges würde diese Besorgnis lindern. Okay, natürlich, Königin. Wählt euren eigenen Weg nach Tanselville. Sucht mein Gefolge auf, wenn ihr angekommen seid. Sie werden wissen, wo ich bin. Ich wünsche uns beiden viel Glück auf dem Weg. Können wir über das Schleiererbe sprechen, Eure Majestät? Wie ihr wünscht. Ich bin nicht sicher, ob ich derzeit viel mehr weiß als ihr. War dies der erste Anschlag auf euer Leben? Ich wünschte, ich könnte darauf mit Ja antworten. Astaya stand mir näher als sonst irgendjemand. Einen Wachhauptmann zu bestechen. Ich kann diese Dreistigkeit kaum fassen. Eure Majestät, wärt ihr so freundlich, mir von euch zu erzählen? Oh, Auriel sei Dank. Endlich jemand, den meine Krone nicht so sehr blendet, um eine richtige Frage zu stellen. Verzeiht. Natürlich plaudere ich gern ein bisschen mit euch. Was möchtet ihr wissen? Wie kamt ihr auf den Thron? Mein Vater, König Hidelit von Alinor, ging nach Aetherius. Er war ein guter Mann, so wie mein Bruder Naemon einer ist. Ich kehrte zurück, um den Platz meines Vaters einzunehmen, weil mein erfahrungsreiches Leben mich genau auf diese Rolle vorbereitet hat. Es hat mich zu der Herrscherin gemacht, die wir brauchen. Was habt ihr gemacht, bevor ihr zur Königin gekrönt wurdet? Habt ihr welche von den Gerüchten gehört? Meine Abenteuer werden gewaltig übertrieben, das kann ich euch versichern. Außer der Geschichte mit dem Bären. Die ist wahr. Jetzt müssen wir gerade nochmal mit dem... Wie hier ging's wünscht, noch weiter. Was wollen sie erreichen? Ende des Dominions. Sie wollen, dass ich zurücktrete, ihren eigenen Regenten ernennen und dass alle, die keine Hochelfen sind, die Sommersendinseln verlassen müssen. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Kleine Rassisten also. Warum sind sie so sehr gegen die Allianz? Sie sind Rassisten, die die Hochelfen für ein überlegenes Volk halten und keinerlei Verständnis davon haben, wie die Welt wirklich ist.
kurzsichtige Misanthropen mit Größenwahn, zurückgebliebene Bastarde, die sich wieder unter ihrem Stein verkriechen sollten. Okay, dann erstmal leb wohl. So, was haben wir denn hier noch so zu tun? Findet das Gefolge? Wir können, glaube ich, jetzt das hier auch wieder ablegen. Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Jetzt gucken wir gerade mal noch ins Journal. Hatten wir noch andere Quests? Gehen, Tanzel will. Stufe 5. Das machen wir erstmal noch nicht, weil wir sind erstmal noch nicht Stufe 5, glaube ich. Nee. Und hier gibt es ja noch mehr Quests. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen in der Stadt um. Und da oben gibt es noch einen Splitter. Den holen wir uns als erstes. Den Splitter. Lass mich mal ins Herrenhaus. Moinsen. Muss irgendwie einen Weg nach oben finden. Aber vorher gucken wir uns ein bisschen um. Hier ist der Thron. Darf ich mich setzen? Nein? Nee, dürfen wir nicht. Ist verboten. Das ist das Schöne bei Skyrim. Da kann man sich schon auf jeden Thron setzen. Das ist so witzig. Solange natürlich der Besitzer des Throns nicht drauf sitzt. Aber wenn er nicht drauf sitzt, können wir uns einfach stumpf. Zum Gruße. Ich grüße ja auch. Alles gut. So, Rang 2 bei 2 Hände erreicht. Das ist mir dann jetzt zu lang. Ne? Das lese ich euch nicht alles vor, sonst seid ihr gelangweilt. Letzter Tanz. Okay. Was haben wir hier noch? Man muss die Dinge halt trotzdem mal ansprechen, weil man dadurch schon Erfahrungen sammelt in verschiedenen Klassen und so weiter. Also es lohnt sich. Es lohnt sich auch, das Ganze zu lesen. Ich habe euch noch nie gesehen, muss man echt zugeben. In meinem Singleplayer, nicht-Let's Play-Charakter, lese ich den ganzen Kram auch. Die wiederholen sich aber auch recht schnell. Also das wirkt dann mehr, als es im Endeffekt wirklich ist. So. Gut, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir einmal nochmal nach oben. Gucken, dass wir irgendwie an den Splitter kommen. Schwere Rüstung. Ihr seht, das klappt ganz gut. Ein Hund. Starknase. Hallo, Starknase. Schreinern erreicht. So, hier, das gehen wir mal eben. So wird man besser, ne? Rumlaufen und Bücher ansprechen. Schweinefleisch. Tillmeier. Hallo. Ein wenig Privatsphäre, bitte. Das sind ein paar empfindliche Materialien. Ich wollte ja nur gucken, ob du vielleicht was Interessantes erzählst, aber offensichtlich nicht. Weinrau. Ach, was haben wir hier noch? Schrot. So, ich glaube, da sind wir ganz gut dabei, ne? Okay. Gehen wir mal auf den Balkon. Ach, falscher Balkon. Naja, dann rede ich mit dir erstmal. Wunderschöner Blick von hier oben, meint ihr nicht? Muss ich erstmal gucken. Doch, das sieht doch ganz romantisch aus hier so, ne? Oh, ganz hübsch. Jo, mach das, ne? Ich gehe dann auf den anderen Balkon. Ich dachte, die wären verbunden, aber natürlich nicht. Hä? Was machst du denn hier? Seid gegrüßt. Hm? Guck mal, die bewacht ihn. Ganz vorsichtig und heimlich. Moin. Oh, was für edle Teppiche und so. Ja, schon nicht schlecht hier. So ist die Frage, ist es jetzt der hier? Ich glaube, das hat drei Balkone. Nee, das sieht gut aus. Da ist der Splitter. Himmelsscherbe. Jo, immer wenn wir drei Stück davon einsammeln, kriegen wir einen Skillpunkt. Einen Fertigkeitenpunkt. Alles klar. Ist da drüben noch irgendwas? Nee, ne? Dann können wir übers Dach ja. Ich bin ja keine Katze mehr. Oh, was ist denn hier noch los? Oh nein. Oh. Was? Zusammen mit deiner Würde? Alles klar. Oh. Mudcrab, hi. Seid gegrüßt. Ich grüße dich auch. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Quests finden und vor allen Dingen, ob wir einen Stallmeister finden. Oh je, was haben wir denn hier zum Rucksack? Wir müssen noch auf jeden Fall uns noch ein bisschen umgucken. Hier ist die Bank. Da ist der Stallmeister. Gut, dann gehen wir mal gerade in Richtung Stallmeister. Vielleicht finden wir da auch noch ein paar Quests. Dann können wir uns nämlich mal ein Pferdchen holen. Ich habe mir ja die Imperial Edition gegönnt. Insofern kriege ich da so ein Pferd für ein Gold. Das ist auch so eine Sache. Das ist auch so ein bisschen fragwürdig. Da muss man sich echt fragen, ob das in Ordnung ist. Ich zeige es euch gleich mal. Wenn man sich die Preise für die Pferde anguckt, da sieht man schon, die wollen euch ein bisschen länger hier in Tamriel halten. Da müsst ihr erstmal ein bisschen arbeiten, bis ihr euch so einen Gaul leisten könnt. Ne? Es sei denn natürlich, ihr gebt ein bisschen mehr Geld aus und nehmt den kurzen Weg. Hallo. Willkommen, mein Freund. Glaubt meiner Schwester drüben in Himmelswacht nichts. Ich züchte die besten Stuten auf der ganzen Insel. Seht und staunt.
Ich möchte mich etwas umsehen. Was hast du denn? Hier ist es nämlich. Also ihr seht so, das erste einfache Pferd gibt es für 17.200. Da seid ihr erstmal ein bisschen am Spielen, ne? Wenn ihr euch die Imperial Edition holt, bekommt ihr dieses kaiserliche Pferd. Das kostet nur eins. Das kann man sich leisten. So, mit H kann man jederzeit seinen Mount anrufen und auch von ihm wieder absteigen. Das war's auch schon. Ich klau dir mal gerade dein Obst und Gemüse, ne? Ihr braucht das ja nicht. Jo, und dann könnt ihr auch mal sehen, wie super geil hoch aufgelöst die sind. Gruselig, oder? Naja, der geht ja sogar noch. Ich finde das weiße kaiserliche Pferd, da sieht man es noch schlimmer. So, mal rauf auf den Gaul und geguckt. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein paar Quests finden. Bevor wir den Ort dann verlassen. Wir haben auf jeden Fall ja auch noch den anderen Quest in, von wegen geht, den Typen finden, der euch gerettet hat. Das, oder ist der weg? Ein Sturm am Horizont. Nach der Flucht aus dem, hat mich ein Khajiitan an Lil. Ich habe hier noch zwei Sachen. Wenn ich Rasumdar auf Karins Rast treffen möchte, sollte ich mich Zuckerkralle sprechen, dem Bootsmann. Ich habe Rasumdar doch schon getroffen. Sehr merkwürdig. Okay, wir könnten natürlich das jetzt machen. Ein Sturm am Horizont. Sprecht mit dem Bootsmann. Der Bootsmann, aber vorher gucken wir uns noch um. Grüße. Greetings. Also, schauen wir mal, ob es hier noch was anderes gibt. Gibt es nur ein großes Haus. Da hinten ist... jetzt auch schon raus. Also das sieht nicht so aus, als wäre hier noch ein Quest. Zum aber ich habe vorne noch Questmarker gesehen. Also hier wird wahrscheinlich noch irgendwo was sein. Wir reiten nochmal einfach ein bisschen durch die City. Gucken, ob wir noch was finden. Und ansonsten müssen wir uns entscheiden, ob wir dann erstmal den Bootsmann machen. Also den Ort hier verlassen. Und dann weiß man nicht, wann man wieder zurückkommt. Dauert ein bisschen. Oder ob wir den Königin-Quest weiterverfolgen. Darf ich hier trotzdem jetzt noch durch? Ja, ich bin jetzt ja offiziell in königlicher Mission, ne? Habe ich eigentlich meine Hosen schon angezogen? Warte mal. Siehst du, ich habe doch schöne neue Hosen gekriegt. Die sollten wir dann auch mal benutzen. So, okay. Immerhin haben wir jetzt schon mal ein Pferd. Das wird sich auch bei den anderen Quests als sehr hilfreich erweisen. So, da wir erst Stufe 4 sind und der Königin-Quest ja erst Stufe 5 ist, würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen dann erstmal das mit dem Bootsmann. Der wird uns nur halt, wie gesagt, woanders hinführen. Dann dauert es ein bisschen, bis wir hier wieder zurückkommen. Aber macht ja nichts, ne? Hauptsache man erlebt was. So. Aber hier scheint das doch da. Da ist was. Da gibt es irgendwo was. Ich wusste doch, hier gibt es noch was. Gibt immer Quests. Müssen wir den nur finden. In dem Häuschen da drin? Nee. Das kann auch eigentlich nur der Bootsmann-Quest sein. Wo ist er denn? Wo ist das doch in dem Haus? Wir steigen mal ab. Ha. Doch, das scheint da drin zu sein. Anscheinend zeigen die auch Quests außerhalb von... Boah, ich kann da irgendwie nicht rein. Wie komisch, denn da rein? Komm da nicht rein. Hm. Hatten wir nicht auch noch den Gildenmeister-Quest? Warte mal. Journal. Gilde. Siehst du, der ist auch noch. Der ist auch Stufe 5, ne? Machen wir erstmal das. Ein Sturm am Horizont. Also da weiß ich jetzt auch noch nicht. Da kommen wir anscheinend noch gar nicht rein. Insofern würde ich sagen, ignorieren wir den erstmal und machen dann das mit dem Bootsmann jetzt. Gucken, wo es uns hin verschlägt. So, mal gucken. Haben wir jetzt schon die Königin gefunden. Das ist ja schon mal erstmal, reicht ja erstmal. Oh, ein bisschen am Wasser lang hier. Moin moin. Alles gut bei euch? Das ist schön. So. Wo ist denn der Bootsmann? Fahren wir da mit so einer kleinen Kaschemme da, so einem Schaluppendings hier. Das hat den Anschein. Mal gucken. Der Bootsmann! Aber noch weiter weg habt ihr den auch nicht positionieren können, ne? Ganz am äußersten Rand hier. Moin Bootsmann. Bootsmann in Zuckerkralle. Wie süß. Was ist? Geht es um den Fisch? Ich habe mir nur genommen, wofür ich bezahlt habe. Lasst mich. Ja, ja, ne? Was wollt ihr? Ich möchte auf Kanatis Rast reisen. Gut, ich habe auf Kinartis Rast zu tun. Die Überfahrt ist kostenlos. Die Inspektoren werden uns beide keines Blickes würdigen. Ja, dann legen wir doch... Es könnte von mir aus jederzeit losgehen. Dann legen wir doch los. Reisen wir mal. Die Frage ist, ob jemand wieder zurückkommt. Muss mal gucken. Wenn es hier auch gleich wieder so Lass uns zurückfahren gibt, dann kann ich mit meinem anderen Charakter ja auch mal zurückfahren. Gucken, was ich da noch für Quests verpasst habe. Damit ich nicht ganz so wurstig bin. Man kann halt in diesem Spiel auch nicht durch
Das kennen wir jetzt ja noch vom... Ihr da, durch Nester. Dieser muss mit euch sprechen. Durch Nester? Wer sagt das? Ich weiß es nicht. Das kennen wir jetzt noch von der Beta. Das ist das, wo wir in der Beta gelandet sind. Da sind wir direkt hier drin gelandet und nicht erst in dem anderen Örtchen. Das heißt, hier kennen wir die Quests. Den Adlerstrand entdeckt. Nur du mal los, du. Rein in den Adlerstrand. Ja, das kenne ich doch noch. Hier fühle ich mich doch wohl. So, mal gucken hier. Hallo. Da ist er doch wieder. Wir haben uns schon kennengelernt. Das ist ein bisschen komisch, dass ich dich jetzt nochmal kennenlernen kann. Wir müssen dafür sorgen, dass euer Gesicht bekannt wird, damit eure Anwesenheit nicht in Frage gestellt wird. Kommt, bleibt an meiner Seite. Was meint ihr? Dieser sah, wie ihr mitten aus dem Nichts aufgetaucht seid. Plopp, zisch, klatsch. Ra's hätte einen Rückwärtssalto versucht, aber unter diesen Umständen ist dieser sehr beeindruckt. Warum habt ihr mich nach Wunkelwacht geschickt? Rasundar ist auf einer durchaus heiklen Mission hier. Dieser wüsste nicht, was eure Anwesenheit daran ändern sollte, aber ehrlich gesagt ist Ra's froh, dass ihr zurückgekehrt seid. Ihr könntet genau das sein, was er braucht. Warum braucht ihr mich? Weil ihr kein Soldat seid, was nützlich ist. Ihr könnt mit den Einheimischen sprechen und ihnen versichern, dass wir weder Invasoren noch Marodeure sind. Nun kommt, versuchen wir uns unterzumischen. Okay, dann geh du mal los. Ich lauf dir dann nach, ne? So, mach's gut. Wo rennst du hin? Kommandantin Karinit, einen Moment. Dieser Rekrut hat den Schiffsuntergang ohne Verletzungen überstanden. Ihr habt die zerrütteten Untiefen erwähnt, nicht wahr? Sie scheint sich nicht sonderlich dafür zu interessieren. Ich werde dann mal selbst... alles klar, ich spreche selbst mit ihr. Jetzt doch. Kannst du dich mal entscheiden? Plötzlich. Ich bin froh, dass ihr wieder auf den Beinen seid, Rekrut. Ich brauche einen Speer, der in die zerrütteten Untiefen geht. Der Großteil unserer Flotte ist im Westen untergegangen, aber nur wenige Überlebende kommen aus dieser Richtung. Was braucht ihr denn genau? Wir haben eine Seeviper gefangen, die das Lager ausspioniert hat. Diese Piraten sind nie allein unterwegs. Findet heraus, ob welche von ihnen in den zerrütteten Untiefen sind. Und falls dem so ist, was sie auf dieser Insel treiben. Natürlich solltet ihr allen schiffbrüchigen Überlebenden helfen, die ihr findet. Wir müssen jeder unseren Beitrag leisten. Ich werde tun, was ich kann. Sprecht mit Eal Seal, bevor ihr in die zerrütteten Untiefen geht. Er ist gerade von der Erkundung eines Tempels hier in der Nähe zurück. Der Zaubermeister behauptet, ein bisschen was über alles zu wissen. Deshalb könnte er gewisse Einblicke haben, wie diese Seevipern für gewöhnlich so vorgehen. Lebt wohl, ich werde das tun. Ziel geht's da lang. Ja, alles klar. Ich muss nur meine WASD richtig treffen, damit ich nicht rückwärts laufe. Was ist da los? Zeit haben wir noch? Eine Minute 40, das reicht noch, um mit ihm zu reden. Eal Seal, dieser Rekrut würde gerne mit euch sprechen. Moin. Vorzüglich, nicht wahr? Wir müssen einen besonderen Raum für den trauernden Stein errichten, wenn wir ihn zur Magiergilde zurückbringen. Entschuldigt? Brauchtet ihr etwas? Kommandantin Kairi meinte, ihr wärt von einem Tempel in der Nähe zurückgekommen. Oh cool, jetzt ja, spritzt er auch rum. Das hat dann der Beta nicht gemacht. Der Quellen ist eine alte Khajiit-Ruine nicht weit von hier. Wir haben den trauernden Stein aus einer der Kammern ausgegraben. Wie ihr sehen könnt, ist sein Wasservorrat endlos. Ist ja voll cool, aber leider spritzt er nicht in den Brunnen, ne? Seid ihr irgendwelchen Seewiefern begegnet? Was? Meint ihr Piraten? In einem uralten Khajiit-Tempel? Lächerlich! Wir haben nur die untoten Krieger gesehen, die unser Lager überrannt haben. Warum wurdet ihr von Untoten angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, spukt mir da ein gutes Dutzend Ideen im Kopf herum. Aber die sind alle weitaus weniger faszinierend als der trauernde Stein. Wahrscheinlich eine Art uralter Fluch. Bei diesen Dingen ist das meistens so. Was könnt ihr mir über die Seevipern erzählen? Arrogante Meereselfen. Piraten. Soweit ich mich entsinne, sind sie nicht für Überfälle auf Kenatis Rast bekannt. Oh, und sie lieben Schlangen. Aber ich bin sicher, dass wir beide wichtigere Dinge zu erledigen haben. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Lebt wohl. Wir sollten uns allein unterhalten, bevor ihr abreist bei den Statuen im Norden des Lagers. Ja, alles klar, ich komme mit. Bei den Statuen, ja. Sieht hübsch aus. Haben die da grafisch nochmal ein bisschen was gemacht? Ich habe das Gefühl, es sieht ein bisschen schöner aus. Also man muss es ja zugeben, das Spiel ist keine Schönheit. Da gebe ich euch echt zu. Da bin ich nicht so geblendet wie die anderen. Die immer, sieht gut aus, sieht aus wie Skyrim. Das sieht nicht aus wie Skyrim. Guckt euch die Texturen an.
Das ist nicht Skyrim. Aber es ist in sich stimmig, ne? Also man hat keine großen Qualitätsunterschiede. So, ihr habt gehört, es hat gekräht. Insofern müssen wir hier erstmal wieder einen Break machen. Ich bedanke mich soweit wieder bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder und werden dann mit Razdar weiter quatschen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.